Hallo und willkommen in der dritten Folge von Let's Fun zusammen mit Smoker Lars. Hallo, ich bin auch dabei und Hetz und auch willkommen an meine Zuschauer. Ich bin heute mit Facecam da, wenn das alles so funktioniert, wenn meine Facecam wieder vernünftig funktioniert. Also, ich habe die Einstellung jetzt ein kleines bisschen geändert. Also, erstmal Hallo an die Zuschauer, die jetzt mich jetzt in der Facecam sehen. Wir sind jetzt hier in einer Kooperation mit Smoker Lars zusammen. Kann man so nennen. Genau. Also ich halt hier von FDC Gaming für diejenigen, die das mal gucken wollen von Lars seinem Kanal. Und Ja. halt Lars gibt's bei Smoker Lars auf YouTube, werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken. Ich ebenfalls. Hui, Also. hui. Ui. Ja, also ich habe ihn jetzt hier gerade vorne auf die Gabel genommen. Ich armes Kind. Ja, ich mache jetzt mal den Träger an. Ich kann den Ton nochmal ein Stückchen leiser machen. So, was haben wir heute vor? Also wir werden heute so ein bisschen über uns reden, also Kanal und so. Und dann wollte ich eigentlich mal gucken, dass wir vielleicht, nee, nicht F10 drücken, darf ich drücken, dass wir ein bisschen Rasen gemäht kriegen. Ja. Da würde ich nämlich sagen, gucken. Ich nehme jetzt mal. So, was nehme ich denn für ein schönes Gerät? Du hast da so vieles auf dem Hof stehen. Wir müssen mal eben erwähnen, weil meine Zuschauer haben wahrscheinlich keinen Plan. Und zwar spielen wir auf Flo's eigentlich eigenen Map. Und ja, machen da so eine Art Multiplayer, Let's Play, also das Let's Fun, wie wir eben schon gesagt haben, daraus. Genau. Nur mal eben so als Erklärung. Und ich habe hier, ich kann ja mal kurz rumführen. Ich habe. Ah, ich guck mal mit, ne? Oh Gott, wie zeige ich das jetzt nochmal auf die Schnelle? Oh, der Tisch ist aber schön blau. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe ich habe. Du hast auch blau kariert. Ach, auch nicht schlecht. So, ich habe hier halt so meinen Kuhstall. Mit Futtertrog drin und den ganzen Pipapo. Dann haben wir hier drüben stehen die ganzen Geräte für Ballentechnik und sowas. Unter anderem auch der Kreiselschwader, weil ich damit manchmal die Heuschwaden zusammenkreisel und die Strohschwaden. Dann ist hier halt der Einsammelwagen für Quaderballen, für Rundballen, den Rundballeneinwickler, wo man Heuballen mitmachen kann, also Silageballen. Und dann haben wir hier halt einmal die Quaderballenpresse, Rundballenpresse. Hier sind also meine Heuballen. Und dann haben wir hier hinten aber den Futtermischer, womit ich immer selber mein Futter mische. Ich habe nicht den Selbstfahrer, weil dieser hier mehr Kapazität hat. Deswegen nehme ich den lieber. Mache ich auch immer. Dann habe ich hier hinten halt so Sachen stehen. Hier ist zum Beispiel der Flug drin, mein großer, schöner Flug. Der, wo so halb rausguckt. Ja, weil er Ja. gar nicht ganz reinpasst. Alter, ist der groß, denk mal. Und Ja, hier hab. habe ich dann halt Grubber, Sämaschine, Maissämaschine, die hier im Holz steht. Hier steht mal Ah. ein Hochdruckreiniger, falls du irgendwie mal putzen willst oder so. Ah ja, okay. Aber da haben wir jetzt ja auch Mod für. Genau. Geil, geile Überleitung, du. Ja, du hast ja immer diese geilen Überleitungen, ne? Ja, ich bin da. Die kostet 150.000. Plus das Schild kostet, glaube ich, 200. Ja, genau. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir das demnächst nochmal irgendwie hinkriegen, dass wir so viel Geld zusammenbekommen. Ja. Du hast meine Zeit eigentlich vorgespult. So. Und ich habe dann halt hier hinten, wo der Maishäcksler steht, der steht ja eigentlich auch nicht auf seinem Platz. Ich habe keine Ahnung, wo ich den sonst immer stehen hatte. Hier sind halt Spritze und Düngerstreuer. Beide schön groß. Und hier habe ich dann halt meine Mähwerke, den Kaiselheuer. Und hier sind meine Strohballen. Hier hinten habe ich das jetzt auch neuerdings so. Ich habe jetzt Ballenwagen, die sehen richtig geil aus, wo man Ballen mitfahren kann und so. Die haben wir, glaube ich, auch schon in der letzten Genau, die Folge hatten wir in der hier. letzten Folge gehabt. Da haben wir die Ballen draufgeladen. Dann habe ich hier so ein paar Gewächshäuser, wo ich Geld mit verdiene. Hier kann man auch reingehen. Ja, das finde ich ganz geil. Echt? Kann man Ja. reingehen? Oh, wusste ich gar nicht. What the hell? Oh, ich will dein Fass nicht kaputt machen. Kaputt treten, Das hups. sieht voll geil aus, irgendwie so mit den Gewächshäusern. Ja.
Ich packe in der Tür, so. Hier habe ich dann halt nochmal Rundballen gestapelt. Hier sind einmal noch Strohballen und hier sind noch einmal Heuballen. Die habe ich eingewickelt, die bleiben eigentlich auch so. Die habe ich so als kleine Geldanlage, falls ich mehr Geld brauche. Kann ich die in mein Strohwerk schmeißen. Sag mal, wieso sind hier teilweise Heuballen, die wo eine Zahl fehlt? Ich finde überall manche eine haben, Zahl. Weil manche haben 4000 Kapazität und manche haben nur 3999. Du, ich habe keine Ahnung. Das ist, ich habe einfach einen Liter gespart, weil das gleiche Geld bekomme ich sowieso dafür. Ach so, ja, ist natürlich eine ganz gute Idee, das stimmt. So, und hier hinten habe ich auch ein paar Ballen stehen, zum Futter mischen. Alter, wo bist du denn hin? Hier hinten bei dem großen Haufen. Ah, da, ja. Ja, ja. Das ist doch, so, okay, dann haben wir eigentlich relativ viel gezeigt. Genau, dann vielleicht für meine Zuschauer nochmal eben, ihr braucht gar nicht an der zweiten oder ersten Folge zu suchen, das ist für mich jetzt die erste Folge. Ja, also bei mir kam sozusagen die erste und die zweite Folge. Das ja, ist bei mir wird die dritte Folge. Für Lars-Zuschauer sind das jetzt, ist das jetzt die erste Folge. Ja. Und ich will mal gucken, ob das jetzt wirklich Sprit abgezogen hat. Nö, hat's nicht. So, wir also hatten du kannst dir den Träger nehmen, der da steht, also wo du gerade drin sitzt. Ja. Und dann kannst du dir den Kreiselschwader hinterhängen. Weißt du, habe ich ja gezeigt, wo der steht da. Direkt hineben, ne? Genau. Oh. Und ich werde jetzt anfangen hier mit Gras mähen. Und oh, du siehst mich dann ja, wo ich bin. Und dann lässt du mich vielleicht irgendwie ein Feld vormachen, dass ich so ein bisschen aufholen kann, weil du bist, glaube ich, schneller im Pressen als ich im Dingensen. So, ich habe hier auch noch einen schönen GPS-Mod, mit dem man hier ganz wunderbar seine Sachen mähen kann. Weißt du, was ich vielleicht vorhin mal eben tun soll, bevor wir das jetzt hier machen? Hm? Ich gehe mal eben tanken. Weil in den Dingen sind nur noch 63 Liter Sprit drin. Ja, also in meinem MB-Truck, der jetzt leider weg ist, da hatte ich auch noch irgendwie ja relativ wenig Sprit drin. Weißt du ja, glaube ich, ne? Ja, da waren, glaube ich, noch 8 Liter oder sowas drin. Ja, aber ich habe mit den 24 Litern habe ich die ganze Zeit, das habe ich halt die beiden Felder, die da sind, weißt du, wo wir die beiden weggefahren haben. Die beiden Felder habe ich mit dem gepresst und den Großteil der Ballen abgefahren. Und das nur mit 23 Litern. Ist ja nicht schlecht. Du, deine Windschutzscheibe ist aber so verschmiert, oh meine Herne. Ach, bei mir sieht die ganz sauber aus. Bei mir, da weiß ich nicht. Ach so, deine, ja, die ist ein bisschen Kopf vom Gülle fahren. Ja, würde ich auch mal so sehen. So, wo hast du denn dein Tankgeding so hier? Ich sehe hier irgendwo einen Tank auf der Karte, ich muss immer suchen, wo der ist. Ach, du hast den jetzt hergebracht hier? So soll ich da, oder? Nee, den Kreiselschwader. Und nicht den. Oh, denn Zeta. Den musst du nochmal wieder zurückbringen. Mir fällt gerade. Ach nee, Quatsch. Nein, ist unrelevant. Ich wollte gerade sagen, mir fällt gerade ein, der Silowagen steht bei der Biogasanlage. Aber das macht ja keinen Unterschied. Den kann ich ja zurücksetzen aus der Biogasanlage. Ich habe nämlich die Silos auch gefüllt. Die sind zugedeckt. Der Radlader, der da drin steht, der ist dort so ein bisschen einsam jetzt. Mit dem kann ich jetzt ein bisschen Geld verdienen, aber. Bin ich blöd? Weiß ich nicht. Weil auf dem Hof ist doch so ein Zeichen auf der Karte für eine Tanke. Ja. Wo ist die? Das ist, das ist mitten im Haus, ach so. Jetzt check ich das erst. Ja, das ist vorne vor dem Haus. Ah, okay. Ja, ich tank mal eben auf deine Kosten voll, ne? Ja, das merke ich schon. Ja. Das ist auch so ein wunderschönes Geräusch, was dabei entsteht. Diese. Ne? Ja, wie so ein pinkelnder Mann. Ich habe jetzt im Tank, war so voll, jetzt 330 Liter drin. Gut, jetzt 329. Sollte erstmal, glaube ich, reichen. So, was soll ich jetzt mitnehmen? Den Krone-Kreiselschwader, den 6 Schwader, der dann bei der Ballentechnik mitsteht. Der große Grüne. Genau. Ja, dann nehme ich den mal mit. Der Hulk. Ja. Du siehst ja bestimmt gleich im Dings, ob das richtig ist oder nicht. Das war ein bisschen blöd.
Gott, ich konnte gar nicht anhängen. Was ist los mit mir? So, so, der? Ja, genau. Krones Vado 2000. Krone Sandro 2000. Das wäre auch ein interessanter Name. Mhm. Und dann kannst du den anderen Kreiselheuer eben wegfahren. Und dann, ja, dann kannst du das Feld hier eben kreiseln. Ja, ich weiß noch nicht, wie weit du schon bist mit, Ja, ich bin jetzt bei der vorletzten Reihe. Achso, ja, das geht dann noch. Ja, Feld 18 ist auch nicht allzu groß, also von daher. Nee. Danach mache ich 17. Das ist ein bisschen größer. Ah, sehe ich, ja. Der juckt bei mir momentan überall, ne? Juckt? Ja, das kommt, glaube ich, noch, weil ich war gerade noch in der Werkstatt. Und da habe ich noch was zurechtgesägt. Wahrscheinlich ist jetzt hier das ganze, ganzen Holzspäne und so. Das kann natürlich sein, dass sie dich so ein bisschen ärgern wollen. Ja, ich merke das schon. So, mal eben für meine Zuschauer, falls ihr wissen wollt, mit welchen Mods wir auf dieser Karte spielen, müsst ihr mal bei Flo Marcodin, also bei Flug. Alter, los, keine Ahnung. So, jetzt habe ich es. Vorbeischauen in der ersten Folge, da erzählen wir, mit welchen Mods wir spielen. Ja. Wir heißen jetzt auch FTC Gaming. Ah, genau, FTC Gaming, richtig. Für diejenigen, die das wissen wollen, wir hießen vorher halt Flo Marco Dean, weil wir mit den Kanal mit Flo Marco Dean betrieben haben, also mir, Marco und Dean. und da haben wir uns halt umbenannt, jetzt nach einer Zeit, weil Marco halt ausgestiegen ist und Dean und ich das jetzt weitermachen, das heißt sozusagen jetzt FTC heißt sozusagen Flo Dean Channel und halt Gaming, weil wir halt spielen. Macht Sinn, ne? Ja. Und ich bin Gast auf dem Kanal, kann man wohl sagen. Ja, er ist, wie gesagt, wir sind halt in einer Kooperation. Und ja. Da bin ich halt jetzt in seinen Videos mit und er in meinen. Er war vorher auch schon mal dabei bei Minecraft und LS haben wir vorher auch schon mal zusammen gespielt. Da waren wir auch mit Sandro mal eine Zeit lang beim Landwirtschaftssimulator 2013. Also für diejenigen, die Landwirtschaftssimulator-Fans sind, habe ich auch in der Weihnachtsfolge einmal Landwirtschaftssimulator 2011 und 2009 vorgestellt und 2013 und 15 natürlich auch. Also alle drei, vier, Entschuldigung. Ja, ich habe auch schon ein bisschen was erzählt von Landwirtschaftssimulator 2008, den gibt es nämlich auch, aber der ist nicht viel anders als 2009, nur halt bei 2009 kann man sich halt ein paar Fahrzeuge dazu kaufen, muss sich halt hocharbeiten und bei 2008 hat man halt von Anfang an gewisse Fahrzeuge, die man sich halt nicht kaufen kann, nicht verkaufen. Man kann da einfach nur landwirtschaften. Also man kann sozusagen grubbern, pflügen, säen, spritzen, ernten, wegbringen. Oh, ich glaube, düngen kann man auch noch nicht, weil man kann, glaube ich, nur spritzen. Oder kann man... Weiß ich. Kann man schon düngen? Düngen, ja. Düngen, ich glaube, doch, ich glaube, man kann düngen. Boah, ich bin gerade sehr intelligent beim Fahren, ja. Ja, Hänger. Ach du bist schon mal Feld 17, dann kann ich ja schon mal locker hier anfangen. Ja. Ich habe hier gerade noch schönes Maisfeld, das können wir auch noch mal wechseln hier. Was hast du schon gekauft? Nee, muss ich mir noch kaufen. Aber dann... Oh, Feld 15 kann auch noch mal wechseln. Hast du schon gekauft? Nee. Doch. Also nicht. Weil dann könnte man nämlich das wechseln und ich will nämlich einen neuen Silo anfangen, bei mir auf dem Hof. Ja, weil, falls ihr die zweite Folge von Flo schon geschaut habt, da gab es ein kleines Problemchen mit der BGA, mit der Biogasanlage. Da kamen wir nämlich nicht rauf. Und ich habe keine Ahnung, welcher Mod das jetzt ist, der dieses Kaufen da verantwortlich macht. Das ist diese, was ich vorhin sagte, diese Map bla bla Object Mod. Ich weiß nicht genau, wie sie jetzt exakt heißt, aber... Dann müssten wir beim nächsten Mal eigentlich den Mod mit reinnehmen. Der müsste drin sein. Aber wenn... Warte? Nee, der ist glaube ich nicht mit drin. Weil wenn er mit drin wäre, könnten wir uns die ganzen Kram ja kaufen. Stimmt, der ist nicht drin. Stimmt, das Recht ist nicht drin. What the fuck, wie groß ist das Ding überhaupt? Alter, sieht so aus wie eine Spinne, die ihre Beine spreizt, mal ganz ehrlich. Das ist... Nur, ja, ich weiß, eine Spinne hat 8 Beine. Aber, ja. Ich fang einfach mal an zu nehmen. Das Ding macht schon Spaß, wenn man damit rumfährt. Weil man kriegt mit dem nämlich wenigstens ein bisschen was mit. Ein bisschen Fläche. Das stimmt, da kriegt man auch. Wie das aussieht, ne? Mein
komplettes Gesicht hängt erstmal hinterm Popschutz. Auch nicht schlecht. So, hier musst du einfach so längs schwaden, wie ich hier gerade am Mähen bin. Fährst du einfach da längs. Also jetzt, also nach rechts so gesehen jetzt. Ja, hier bei Feld 17. Auf der linken Seite bin ich jetzt angefangen mit nach hinten durchmähen. Da fahre ich jetzt immer so dieses, das ist so eine, ja, so eine J-Form oder sowas ist das. Mit so einem kleinen Knick drin. Die kannst du einfach längs schwadern. Okay. Bei Feld 16 ist es, glaube ich, hier, mache ich einfach Reihe. Ja, da einfach durch. Gut, dann mache ich das schon mal richtig. So. Das läuft ja schon recht schlecht. Ich kann ja auch nochmal sagen, Marco und ich, wir werden Minecraft irgendwann machen. Ich weiß nicht, wann das kommen wird. Wenn 1.9 demnächst rauskommen wird, werden wir damit anfangen. Wenn Marco sich nicht zu sehr zugebaut hat mit irgendwelchen Projekten. Er sagte ja, er wollte mit tausenden von Projekten am Anfang starten. Ich glaube, 7 Stück oder so, das hat er glaube ich, geplant. Aber es kriegt er von seinem Internet überhaupt nicht hin. Deswegen macht er jetzt nur, in Anführungszeichen nur 4. Und deswegen wird das mit Minecraft so ein bisschen knapp. Wenn er das in nächster Zeit nicht hinbekommt mit Minecraft, dann werde ich wahrscheinlich alleine anfangen mit Minecraft. Weil ich habe irgendwie Bock auf Minecraft. Und ja, sonst kann ich noch mitkommen, wenn du willst. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir das dann irgendwie, wenn er das nicht will, dass wir dann anfangen mit Minecraft. Ja, weil ich habe im Moment auch mein Minecraft Let's Play habe ich im Moment pausiert, wie das manche schon mitbekommen haben, weil das mir einfach mit den Projekten zu viel wurde. Jetzt habe ich nur in Anführungsstrichen jetzt hier LS, Flatout und den Car Mechanic Simulator. Also auch in Anführungsstrichen nur 3. Das ist mir eigentlich auch genügend, also da habe ich mit genug zu tun. Ja, also ich muss mal gucken. Ich werde auf jeden Fall demnächst mit Assassin's Creed anfangen. Unity oder mit welchen? Ja. Okay. Ich werde mit Assassin's Creed Unity anfangen. Es wird auf jeden Fall kommen. Ich kann nicht genau sagen, wann. Aber es wird kommen. Dann wird noch kommen Outlast. Ich weiß zwar nicht, ob ich das durchziehen werde. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber ich habe hier gerade vor meinem Schwader, was es auch mal für ein Vieh ist, eine Rundballe. Ach ja, genau. Die die habe ich noch. Also die liegt von. Ich habe die immer mal vergessen, da wegzuholen. Sonst warte mal eben. Sonst nehme ich mal kurz den Weidemann. Warte, ich mach die Maschine mal eben aus und klapp die mal eben ein. Und dann fahre ich mal eben kurz ein Stück weg. Ich komme mal eben vorbei, ne? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ich hab übrigens einen Joystick angeschlossen, deswegen geht die Bedienung von dem Frontlader auch so voll geil. Da stehe ich auf der Rundballe. Lass mich frei. Alter, ich steck auf der Rundballe fest. Mann, geh weg, du Rundballe. Also die Lenkung hiervon ist manchmal sehr interessant von dem Weidemann, weil die lenkt sehr spät wieder zurück. Und... Alter, ich komm nicht weg. Ja, ich bin unterwegs. Ich fahre ganz gemütlich mit meinen 30 km/h zu dir hin. Ah, ich seh dich schon. Hallo. Nabend. Ja, vielleicht kriegst du die da nicht so raus. doch. Von der anderen Seite müsste ich die, glaube ich, wegkriegen. Das heißt, du musst mich mit hochheben, weil das sieht ein bisschen sehr interessant aus, wie du siehst. Also ich kann Gas geben, da passiert gar nichts. Oh. Moment. ich mach mal gar nichts. Ah, okay. Meins. Okay, das. Kann ich eigentlich schon ein bisschen Werbung machen für das Multiplayer-Projekt? Ja. Okay. Und zwar, weil haben... Flo, soweit ich weiß, Marco, ich und vielleicht Dominik ein Multiplayer-Projekt geplant für LS auf einer, ich meine, anderen Karte, ne? Mhm. Ja, gut. Welche sag ich noch nicht, wird eine Überraschung. So, ich glaube, das wird zu viel auch recht lustig. Ja.
Es ist nämlich nicht immer so langweilig, dass man irgendwie zu zweit sich immer irgendwie auf dem Schlauch steht und irgendwas irgendwie sich voll labert, sondern Ja. dann ist das Ganze nämlich schlimmer, dann labert man sich nämlich zu viert voll. Und da müssen wir nämlich mal gucken, dass wir das hinkriegen, dass jeder ein Fahrzeug hat. Und da müssen wir mal gucken, wie wir uns durch das Projekt durchboxen. Es ist noch nicht gesagt, dass Marco mitmacht. Wie gesagt, er hat halt ein paar Projekte am Laufen. Eddie. Ich denke mal, er wird eher Minecraft machen als LS, weil mit Minecraft haben wir schon sehr viel Erfahrung sozusagen. Und ich möchte eigentlich auch nicht Minecraft nachlassen. Und Nee, das ist schon richtig. er will nicht zu einem Kanal werden, der nur Minecraft macht. Nö, das war sich auch so. Und wir waren ja, das anfing mit Flimmerkodin, waren wir ja eigentlich nur Minecraft und zwischendurch so ein bisschen Mountain Blade. Auch geil, Spiel Mountain Blade Warband, könnt ihr mal vorbeigucken, hat Dean Let's Blade. Er hat auch Counter-Strike gemacht, was aber nicht so viele Videos waren, eins. Und Nicht so viele, eins. das ist schon sehr geil, das Spiel. Und ja, wie wir das Ganze geplant haben, werden wir dann in der nächsten Folge sagen, weil wir haben ja nicht jetzt unsere 20 Minuten ungefähr voll. Oh, echt schon, what the Ja. hell? Okay, mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ich stehe jetzt bei dir schon am Feld. Alter, ist das lang, das Feld, Junge. Ja, also ich würde sagen, wir mähen jetzt noch ein wenig. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal sehen, was dann passiert. Wir sind an einem ganz anderen Ort, auf keiner anderen Map, aber Zu einer ganz anderen Zeit. ja. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin mache ich erstmal den Motor aus und dann tschüss. Jo, tschüss.